Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Vizebeast Infinity Skyblock. So, ich habe heute wieder was geplant. Erst einmal, hier habe ich jetzt erstmal optimiert, damit schnell. Ja. Die Scrap-Produktion. Einfach zwei Recycler mit 17 Overclockern-Upgrades. Hier sind es, glaube ich, 16. Ja. Internet ist gerade nicht allzu gut und auch hier die Lecks sind gerade ein bisschen heftig. Ich glaube aber einfach, dass die vor dem Turm da drüben ordentlich ausgehen mit all den Effekten. Ich werde vielleicht erstmal schauen, ob ich hier nochmal Optifine installiere und Particles off und so weiter, ob ich dann auch irgendwas raushauen kann. Ansonsten müssen wir mal schauen, dass wir den Turm mal rüberkriegen. Irgendwie in eine andere Welt. So, was ich mir heute überlegt habe. Zwei Sachen. Erstens, ich möchte Solar Panels craften. Aber keine IC2, sondern die für Firm Expansion, die RF produzieren, die Solar Flux Solar Panels. Und möchte sogar mal schauen, dass wir in einen Rutsch vielleicht sogar die Ultimate Solar Panels durchkriegen. Und ich würde mal schauen, dass wir die Mob-Falle da drüben mal abreißen. Und dann ein bisschen optimierter aufbauen. Weil, naja, wir brauchen jetzt nicht mehr alles. Ich geht eigentlich nur noch eher um Enderperlen. Da mal schauen irgendwie über... Wir können ja einen Enderman gerade easy einfangen und über... Wie viel kostet das? Was braucht der Spawner? Von MFR. MFR sag ich schon. Hier der Power Spawner. Vibrant Crystals ist kein Problem. Ja gut. Machine Chassis ist überhaupt kein Thema. Enderman Head haben wir. Elektrofossil. Broken Spawner können wir einfach craften. Ja, das ist kein Thema. Gut, da würde ich aber erst einmal sagen, schauen wir mal, wegen Solar Panel. Hier craften gerade noch 13 Stück von den Ultimate Hybrid. Hier habe ich das auch ganz schön mal aufgebaut. Also wir haben jetzt schon momentan 26, ich will noch 39. Und dann hier noch so eine Blume, wie ist denn jetzt in der Nähe, hier die Solarblume. Dann sollte Iridium schon mal gut ausgereizt sein, also momentan vom Setup, wenn wir mal reinschauen. Das flitzt ja nur noch so durch. Vielleicht können wir auch einfach hier die Opak-Version nehmen. Also ich komme momentan am Tag mal auf den Server und wir haben um die 400 bis 500 Iridium pro Tag. Also nach der Nacht auf jeden Fall. Also entlübt langsam, entlübt. So, Solar, ja, Solar. Fangen wir mal hier mit dem letzten Solar Panel an. Da brauchen wir Photovoltaikzellen. Das ist kein Thema. Haben wir ein Refined Iron? Jawohl. Ich weiß, wir könnten das einfach machen, indem wir das Refined Iron auch einlagern in einer Compacting Drawer, aber naja. Wir können ja erstmal so aufbauen. Jetzt müssen wir einmal craften. Da würde ich sogar gerne ein Interface nehmen. Und ich merke schon, mein Internet ist gerade wirklich not so the yellow from the egg. Ja, das geht besser. Ja, mach mal einen hiervon. Steel Nuggets. Nein. So. Und Photovoltaikzellen brauchen wir 3 Stück. Sehr schön. Und wir haben das letzte und Solar Panel. So, was können wir denn machen? Was haben auch schon machen? Na? Ja, das wollte ich auf jeden Fall. Weißt du was, machen wir hier die Komponenten und hier die Solar Panels an sich. Machen wir mal 8. Wir haben kein Rezept für Glasspaints.
Ja gut, ne? Ja gut, ne? Das können wir mal hier irgendwie reintun, irgendwie so. Da so, ne? Ja, hier so. So, jetzt aber Soda. Crafte mir mal 8. Wow. Das geht super. So. Weißt du was, machen wir erstmal die ganzen Cores durch. Ich glaube, das ist besser. Code. Ein Resonant. Enderium haben wir noch. Aber auch nicht mehr allzu viel. Zack. Solar. Also einmal durchgecraftet kriegen wir das heute auf jeden Fall. Das sollte nicht so wirklich das Thema sein. Und zack. Farbe haben wir drüben. Von der brauchen wir ja nicht allzu viel. Ich glaube, das ist das Einfachste. Ja, Chiki gibt mir aber noch so ein paar Geschenke. Das ist doch Magenta, oder? Nee, Purple. Wollen wir jetzt echt ein Rezept für Purple Dye machen? Ich glaube nicht. Jo. Das backt hier immer noch was rum. Machen wir mal so. So. Zack. Haben wir. Also ein Stick sollte jetzt echt reichen, ne? Zack. And Code. Sehr schön. Flup, 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 flup. Aber ich befürchte, wir brauchen noch ein Rezept für Elektrum-Nuggets. Das kann man eigentlich auch mal hier rein so schmeißen. So. Larr. Hiervon brauchen wir einen. Start. Fertig. Encode. So, das war dann hier. Boah, mein Internet nervt mich gerade ein bisschen, ne? Problem ist, ich muss heute aufnehmen, weil ich keine Folgen mehr habe. Weil, naja. Ich bin einmal in letzter Zeit ein bisschen faul gewesen einerseits. Andererseits auch aktiv gewesen. Inva fehlt noch. Also Inva Nuggets. Mein Gott, so. Und zwar Bereich Let's Play war ich faul. Bereich normales Leben war ich scheiße normal aktiv. Ich hatte jetzt wieder die ersten Bewerbungsgespräche gehabt und so weiter. Hoffe, dass es jetzt endlich mal dieses Jahr mit der Ausbildung klappt, aber da gehe ich eher positiv ran. Alleine jetzt auch schon, weil ich super Unterstützung vom Arbeitsamt bekomme dieses Mal. Nachdem ich einmal das Arbeitsamt gewechselt hatte, weil, naja, muss ich glaube ich wirklich zu viel zu sagen. So, wo war ich jetzt dran? Doch, 8. Nee, nicht von denen. Jetzt bin ich erstmal dabei, schön aufzunehmen. Wir haben jetzt schön bei uns in Köln morgen Herrensitzung. Da wollte ich mit meinem Vater in Ruhe hingehen. Okay, worauf warten wir jetzt? Oh, warte mal, können wir nicht hier irgendwie so mal ein paar Acceleration Cards machen? Jawoll, so möchte ich das. Noch ein bisschen.
Fluix. Zack. Das geht doch schon viel, viel besser. Ach du Scheiße, ey. Internet, please. Why? 4 von 5 Rides, aber jetzt geht es anscheinend. Oh, schon neu für so Geschäft. Cool. Gut zu wissen, haben wir noch ein paar Celebration Cards über. Okay, Solar. Auch einmal so und von dem brauchen wir einen. So. Ein Code, von denen brauchen wir dann auch 8 und wir könnten schon mal einmal von denen craften. Aber ich glaube, da würde es auch erstmal aufhören, weil Elendarium ausgegangen ist. Und ich befürchte, ja. Das wird doch erstmal so bleiben. Schauen wir uns doch erstmal an, wie viel Darkseal wir haben. Eins, herzlichen Glückwunsch. Komm, wir können ja da drüben schon mal abreißen. Flup, 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 flup. Einmal hier Licht ins Dunkel bringen. Dann machen wir jetzt nochmal eine schöne Mobfarm für ein paar Visa-Skelette und... Ne, Visa-Skelette würde ich jetzt mal so noch nicht machen. Weil wir müssen zwar jetzt bald mal den Visa besiegen, aber naja. Wir suchen. Aber naja, das kann jetzt erstmal noch ein bisschen warten. Ich würde zumindest erstmal den Witchery ein bisschen voran machen. Weil es mittels Witchery die Möglichkeit gibt, Spawner zu bekommen. Und ich glaube, das sollte für unsere Sache hier ziemlich hilfreich sein. Wie können wir über Witchery Spawner bekommen? Das ist ganz einfach. Naja, nicht einfach. Einfach zu erklären, wie es geht? Ja. Einfach hinzukriegen? Ah, es braucht schon was Vorbereitung. Und zwar müssen wir einfach mit... Jetzt sage ich schon wieder einfach. Einschafft? Ja. Wir müssen in die Spirit World von Witchery. Und das Gute ist, das habe ich schon mal im Skyblock getestet, also im Singleplayer. Wir können in der Spirit World unsere Sachen mit reinmogeln. Und dann in der Spirit World ist zum Glück eine stinknormale Welt. Also ohne, also wirklich so mit rumlaufen, schöne Flüsse, Wälder, alles stinknormal. Und wir haben da die Möglichkeit an, na wie heißen sie, an die normalen Vanilla Spawner zu kommen. So, man könnte jetzt meinen, du bist befeuert. Du hast in der Spirit World doch gar keine Sammelschnell. Ja, ich bin gar nicht so wirklich gut mit dem Erklären. Ich weiß, ich habe in letzter Zeit immer solche schwierigen Sprachfindungsstörungen, also Wortfindungsstörungen. Ich frage mich echt wieso, aber naja. Du kannst in der Spirit World ja gar keine Items mitnehmen. Du kannst jetzt so ein bisschen ausnutzen, nenne ich das jetzt mal. Und zwar kannst du in der Spirit World ein Item so gesehen mitnehmen und dadurch sorgen, dass du alle Items mitnehmen kannst. Wovon rede ich jetzt gerade? Ganz einfach, in der Spirit World wird das ganze Inventar und die Taskleiste weggenommen. Also nicht so, dass sie auf einmal weg sind, solange du in der Spirit World bist. Außer
Items in dem und dem Menü. Ja, okay, außer die Rüstung hier. So, und hier dieser Platz, der ist entscheidend. Man kann sich über Tinker's Construct eine zweite Taskleiste, also hier unten, das machen. Und das ist das Entscheidende. Diese zweite Taskleiste bleibt selbst in der Spirit World da. Ist jetzt alles ein bisschen komisch zu erklären, ich weiß das schon. Das Geile ist nämlich, wir können einfach mal dann in der Spirit World sagen, ja, wir wechseln mal kurz die Taskleiste und haben das ganze Zeug dabei, ansonsten ist die Taskleiste leer. Hier kommt schon gerade das Zeug an, oder? Nein. Naja. Also ich will auf jeden Fall hier die... hier die Spikes haben. Aha. Wieder waren normale Spikes. Das ist gut zu wissen. Weil ich wollte auf jeden Fall auch die anderen Spikes noch mit Looten 3 und Reaper 5 enchanten. Aber naja, ich glaube, das wird schon ganz gut laufen. So, wenn wir jetzt erstmal hier die Mob-Farm jetzt gleich hier haben. So, wir können auf jeden Fall gleich auch noch, oder vielleicht morgen oder übermorgen, ich weiß nicht, wie ich das jetzt hochladen werde. Ich hätte auch noch ein bisschen Shattered World aufnehmen müssen. Mal schauen, dass wir hier auch die Sortierung irgendwie mal besser machen und auch mal drüben an Sania schließen. Je nachdem können wir einfach sagen, komm, wir nehmen uns da eine Import Bus und Ende. So, Import Bus und Go. Gib ihm. Das will ich auf jeden Fall haben. Den können wir mal hier platzieren. Schauen wir dahin. Einmal das Inventar ein bisschen entleeren. Spikes kann auch erstmal rein tun, dann sind wir sicher. Ich glaube, das haben wir heute auf jeden Fall noch abgebaut. Die Teile können wir auch noch dann ins ME schon mal schmeißen. Wir werden auch wahrscheinlich noch mal schauen, dass wir an ein Sammelschnell einen Gas-Spawner aufbauen. Also wir werden einige Spawner aufbauen. Zum Arsch hocken. Weil Spawner-mäßig wir werden ja vorbei, je nachdem, wenn wir schauen erstmal, ob das von den Gastrennen erreicht, wenn wir stinken mal 7. Also Soul Sand, ne? Wenn das reicht, dann ist gut. Dann reicht das halt. Ach ja, Doshepi, Meister der Worte. Hab ich einmal bei mir, weil das... Oh, wir haben ohne Schwitzsportler ganz ehrlich gesagt. Zack, zack. Aua. Ich finde es immer noch lustig, dass man die einfach hier so wegwünschen kann. Wer sich das ausgedacht hat, ne? Der gehört irgendwie gefeuert. So. Aber die Mob-Farm ist gleich auch schon weg. Die haben wir aber, ja.
sehr schön, dann können wir irgendwie so ein... Ich weiß nicht, ob wir einen 4x4 Kasten bauen. Bin ich mir noch nicht sicher. Weil wir haben so jetzt nur 4 Spikes mit Looting 3 und Reaper 5, ne? Ich glaube, das wäre aber ganz gut, wenn wir so einen 4x4 Kasten bauen. Wobei höher ist ja immer, kann man auch immer was nachbestimmen. Ja komm, wir bestimmen später die Höhe. Auf jeden Fall von der Größe 4x4, das ist schon mal wichtig. Dann können wir die Enderman einfach so nochmal per... Vielleicht machen wir das auch einfach per Conveyor Belt. Ja, machen wir per Conveyor Belt. Weil die Fans sind immer so ein bisschen nervig, finde ich. Einfach, weil du auch nur wenn du davor stehst, da reingedrückt wirst. So, ich bin auch immer noch überlegen, wie ich so viele Enderdrachen hinkriegen soll, weil ich hatte ja schon mal gesagt, ich hatte mal ausgerechnet, wir werden ca. 512 Enderdrachen besiegen müssen. Und das Ganze zu farmen wird ein Krampf. Also hier an der Stelle ist ein Krampf. Gut, wenn wir alle Creative Sachen machen wollen, brauchen wir so 528. Wobei ich aber sagen würde, eins lassen wir sein, weil es einfach nicht rentabel ist. Was ich sein lassen würde, ganz einfach, der Creative Capacitor. Herzlichen Glückwunsch an Endlich Energie für die Tools und so weiter, aber naja. Problem ist, der drückt immer noch die per gleichen Rate raus. Halt, habe ich hier was Wichtiges drin. Komm. Ich habe ihn gezogen. Okay. Einmal rüber zum Meerrasen und alles reinrotten. Speicherplatz haben wir ja noch. Selbst wenn nicht, wir können easy Serverschränke aufbauen. Also das ist das geringste Thema. Vor allem wenn ich jetzt mal hier so reinschaue, wovon wir dann bald am meisten haben werden. Was haben wir denn? Ich schaue mal gerade rein. Und hier die ganzen großen Sachen sind noch nicht mal mit mir selbst gelagert. Ja. Hier kommen die ersten Sachen, die hier mit mir gelagert werden. Hoppala. Der Dodge Sword nehmen wir mit. Und schauen wir uns mal hier an, hier unten. Die sind ja teilweise noch nicht mal richtig belastet. Und ich glaube, wenn wir nochmal... Ja, hier. Schaut euch doch mal an. Der ganze Zauberschrank ist ja quasi leer. Aber wir können auch irgendwie sie noch aufmotzen. Gut. Letzter Schnitt. Wie sieht das aus hier mit dem Solar-Panel? Ist schon was fertig? Nein, woran hapert es gerade? Gerade macht er die Iron Plates und Carbonplatten. Ja gut, die Integrated Circuit Boards dauern natürlich. Blöde ist, die Maschine kannst du nicht verbessern, also upgraden. Vielleicht würde ich irgendwann sogar mal 3 anschießen, um das Ganze zu beschleunigen oder mehr. Muss ich mal schauen. Gut, für erstmal soll ich sagen, das war's für heute. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ich will nur ganz kurz da eine kleine Platte aufbauen, wo man wo das Ganze ankommt, so energiemäßig und so weiter. Für Spawner. Also so nur kleine Plattform, Spawner-Plattform, sag ich mal. Dann bis morgen, bis übermorgen, weiß keine Ahnung. Auf jeden Fall bis dahin. Tschüss!